Heute geht es mal wieder um Haare. Ich habe geschaut, was meine Haare mit so Locken machen. Weil ich habe Naturlocken und diese Experimente hat man in meinen letzten Videos gesehen und da sprechen wir heute drüber. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die kleine Coco, und wir sprechen heute über das Thema Haare. Ich wollte das Video eigentlich AD Locken oder keine Lust mehr auf Locken oder irgendwie so nennen. Und jetzt wird es doch irgendwie ein Haarupdate. Weil man kann eben die Struktur der Haare, die die Natur vorgibt, nicht verleugnen. Ist halt normal so. Ich habe vor über einem Jahr die Pille abgesetzt und da ist natürlich meine Natur wieder so richtig rausgekommen. Ich habe euch hier mal ein Bild als kleinen Beweis, weil hier sieht man jetzt nicht viel in Bezug der Locken, aber auf diesem Bild sieht man es ganz deutlich. Von der Struktur hat sich, was meine Haare betrifft, ja nichts geändert. Ob ich jetzt damals 4 Jahre alt war oder jetzt über 40, spielt keine Rolle. Ich habe immer noch ein sehr feines Haar, ich habe aber Gott sei Dank viele Haare. Und das rettet mich so ein bisschen, dass ich halt wirklich auch ein Volumen habe. Nichtsdestotrotz ist mein Haar halt fein. Das bedeutet, jede Locke hängt sich ein bisschen eher aus. Deswegen habe ich da auf dem Kinderfoto, ich zeige es euch nochmal, wachsen sie sozusagen in die Breite. Das hatte ich dann eben als Kind dann auch öfters. Natürlich hat meine Mutter damals den Fehler gemacht und hat meine Haare gekämmt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass sie mich zum Friseur geschickt hat. Und ich habe so eine hässliche Fukuhila dann hinterher gehabt, weil sie eben mit meinen Haaren nicht mehr fertig geworden ist. Wenn man nicht genau weiß, wie man mit Locken umgehen soll, dann kann das ganz schön frustrierend sein. Und da sprechen wir heute darüber. Ich habe mir nämlich das ein oder andere Produkt gekauft und das zeige ich dir. Anfang des Jahres war ich bei einer Hautärztin und ich hatte ja das Problem mit dem Pilz auf dem Kopf. Und das hat sich jetzt so ein bisschen in das andere Extrem gemacht. Meine Kopfhaut ist sehr empfindlich und durch das Pilleabsetzen fettet meine Kopfhaut des Todes im Moment. Also das ist richtig, richtig schlimm. Ich sehe am Tag 2, sehe ich schon aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Manchmal sieht man es in den Weekly Vlogs, weil ich so ein bisschen auch da gerade rumexperimentiere und eben mein Haarwaschrhythmus sehr weit auseinanderziehe. Also ich versuche so gut es geht halt eben 5 Tage durchzuhalten, was nicht immer so hundertprozentig einfach ist. Durch diese ganze Lockensache und durch diese ganze Zurück zur Natur, habt ihr schon gesehen, ich lasse meinen Pony rauswachsen, ich probiere es jetzt einfach mal, weil auch der die ganze Sache nicht mehr mitgemacht hat. Also je kürzer meine Haare inzwischen werden, desto lockiger werden sie wieder. Und das ist natürlich für einen Pony genau das Gleiche. Und deswegen lasse ich den jetzt im Moment rauswachsen. Zumal ich das habe immer von meinem Friseur abschneiden lassen, eben durch die Krause, die ich in den Haaren habe. Und wenn ich das habe selber gemacht, dann sah es meistens nicht so richtig hundertprozentig gut aus. Und Corona haben wir ja immer noch. Und mein Friseur darf halt nicht einfach irgendwie den Pony jetzt schneiden, sondern er muss halt bei jedem Kunden die Haare waschen. Im Endeffekt musst du halt einen Haarschnitt kaufen. Und das musste ich vorher nicht. Deswegen probiere ich es jetzt mal rauswachsen zu lassen, weil selber schneiden sieht bei mir jetzt nicht so hundertprozentig gut aus. Da ich eben mit so stark fettenden Haaren zu tun habe und ich da eben tricksen muss, ich habe es immer mal wieder in anderen Videos erwähnt, ich packe mir Heilerde in die Haare. Es funktioniert so gut, da habe ich dann plötzlich den Grip in den Haaren, den ich vorher nicht drin hatte. Inzwischen geht es wieder so ein bisschen. Früher war es so, also bis vor 2, 3 Monaten, da waren meine Haare so extremst weich. Und je weicher die Haare sind bei einem Kandidat, der eben fettige Haare hat, desto schlimmer. Und ich habe halt meine Experimente gemacht und bin halt einfach bei der Heilerde hängen geblieben. Das packst du dir einfach auf die Haare, machst so ein bisschen sektionsweise und kämmst dir das halt in die Haare rein.
Und das hier ist mein Hauptproblem in Bezug der Locken. Weil sowas, so eine Aktion, zerstört Locken. Sind wir uns mal im Klaren. Du sollst Locken nicht kämmen. Weil diese Bündel, die sich da bilden, die werden durch das Haarekämmen natürlich kaputt gemacht. Und ich muss aber an Tag 2 Heilerde auf den Kopf tun. Weil sonst, ich werde nicht froh. Und meine Haare sind im Moment halt auch so, wenn ich da irgendwas reinmache, jetzt sehen sie noch einigermaßen trocken aus, aber wenn ich da irgendwas reinmache, sind sie schon sehr, sehr schnell belagert. Ich hatte mir Produkte gekauft, um mein Haar mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu bewegen, weil ich halt einfach schon lange keine Pflegeprodukte mehr verwendet habe. Es gibt den Reißtest, das bedeutet, du nimmst dir ein Haar, versucht es eben in die Länge zu ziehen, und wenn dein Haar sofort reißt, dann hast du einen Keratinmangel. Zieht sich dein Haar nur in die Länge, hast du einen Feuchtigkeitsmangel, also ist zu viel Keratin dran. So generell kann man da danach nicht gehen, weil ich eben relativ feines Haar habe, aber ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und geschaut, spülungstechnisch muss ich halt echt aufpassen. Ich darf nichts nehmen, was das Haar noch extra beschwert. Ich habe tatsächlich eine Spülung gefunden, die richtig gut ist. Die habe ich bei Ecoverde gekauft. Die ist mit Bentonit und Keratin. Und ich komme richtig gut damit klar. Das macht das Haar so ein bisschen, ja, weicher, aber nicht zu weich, sodass du halt immer noch Grip in den Haaren hast. Ich habe gestern meine Haare gewaschen und habe das eben drin gehabt. Und mit 1,89 € im Moment kannst du echt bei dem Produkt überhaupt nichts sagen. Welches ich auch regelmäßig verwende, weil mein Haar kennt gerade nur zwei Extreme. Und das ist entweder übermäßig fertig zu sein oder Frizz Monster. Ja, ein bisschen frizzig bin ich im Moment auch. Und da hilft diese Creme halt ganz gut. Das ist ganz gut bei Lockenköpfen, die so ein bisschen in die frizzige Richtung gehen. Das ist echt super, weil du kannst das punktuell auftragen. Das muss nicht ins feuchte Haar aufgetragen werden. Und das ist halt eben der Punkt bei mir. Wenn ich zu viel auf die Kopfhaut kriege, ist es natürlich nicht gut. Und versuche ich auch dementsprechend nicht auf die Kopfhaut zu bekommen. Also das ist bei mir wirklich nur in dem Bereich, wo ich es anwende. Und das ist halt so eine feste Creme und riecht so ein bisschen nach Himbeerbrause. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben. Übrigens alle Produkte sind Bioprodukte. Ja, es riecht 1A nach Pets, Himbeerbrause, so ein bisschen. Das ist richtig genial, das Zeug, vor allem, weil ich eben, wenn ich so ein bisschen in die Feuchtigkeit komme, mir gleich alles absteht und so. Und da kriege ich diese Härchen so ein bisschen hingelegt und es hat gleichzeitig eine ganz gute Pflege. Ich habe mir dann noch das Aloe Vera Gel von Colibri gekauft. Das verwende ich aber auch im Gesicht. Ich liebe das total. Das hält mir leider nicht so lange. Das ist, glaube ich, echt nur noch halb voll oder so. Aber so soll es halt eben auch sein, weil solche Sachen eben auch nicht ewig halten. Du kannst es auf der Kopfhaut verwenden, weil das Grundprinzip einer sehr fettigen Kopfhaut ist halt das, dass der Kopfhaut auch Feuchtigkeit fehlen kann. Bei mir ist es ein bisschen auch die Empfindlichkeit der Kopfhaut. Ich bin an manchen Stellen halt schon so ein bisschen druckempfindlich, will ich jetzt nicht sagen, also sie ist empfindlich einfach. Und dadurch bin ich halt auch fester Überzeugung, habe ich diese extrem fettige Kopfhaut, weil sie halt eben so ein bisschen empfindlich ist und naja, ihr wisst schon. Und deswegen trage ich mir das auch immer wieder mal so ein bisschen auf, massiere mir das so ein bisschen ein. Aber diesen Vorgang soll man auch nicht zu oft machen, weil alles, was du auf der Kopfhaut machst, auch dieses Massieren und so, regt halt eben wieder an, dass die Haut mehr Fett produziert. Also am besten wirklich Finger weg von der Kopfhaut und eben, wenn du deine Haare kämmst, dann auch nicht auf die Kopfhaut kommen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also das ist so ein Alleskönner. Einmal zum Refreshen, dann für die Kopfhaut. Ich trage es aber auch im Gesicht auf und das ist heute nicht das Thema. Ich habe dann noch zwei Produkte gekauft, die speziell für Locken sind, mit denen ich nicht so hundertprozentig zurechtkomme. Fangen wir mal mit dem Gel an. Das Beste, was du für deine Haare tun kannst, ist Gel anwenden. Du kannst dir Leinsamengel selber machen, das hat bei mir am allerbesten funktioniert. Damit funktioniert es allerdings auch.
Ich werde euch einfach mal die Produkte, die ich euch jetzt gezeigt habe, unten in die Infobox reinpacken. Ich kriege dafür kein Geld. Also nur, dass ihr die Produkte mal seht, das war relativ günstig. Es funktioniert auch, nur das Problem ist halt, mein Haar ist recht fein und hat sehr schnell genug. Und du sollst ja, wenn du Locken durcharbeitest, sollst du ja schon nasses Haar haben. Und wenn du das einarbeitest, solltest du ja von unten das Ganze einarbeiten und das Haar soll schon so ein bisschen matschen. Das hat man in verschiedenen Videos auch schon gesehen. Das soll so ein bisschen matschig sein und nicht zu trocken. Dann kannst du deine Locken auch richtig ausarbeiten. Funktioniert damit auch wunderbar, aber meine Haare werden sehr schnell sehr strähnig und sehr fettig. Also ich fühle mich dann halt auch unwohl und ich muss mal gucken, wie es mit dem Produkt hier weitergeht. Wenn ich so gar keine Verwendung mehr dafür habe, dann werde ich es auf jeden Fall auch verschenken. Aber ich probiere mich mal selber noch daran aus. Und dann habe ich hier noch von Bioficina Toscana, da habe ich ja schon mal ein Serum ausprobiert, habe ich einen Lockenschaum. Der war am Anfang so ein bisschen schwierig. Also ich habe einen Kommentar unter dem Produkt gesehen, wo es halt hieß, es sollte kleben. Also habe ich nur einen Pumpstoß verwendet. Das war aber wie, als hätte ich nichts in den Haaren. Dann habe ich mich so langsam hochgestaffelt. Bei 4 Pumpstößen hat es bei mir dann endlich was gemacht. Wobei das Haar dann wieder so ein bisschen zu viel hatte. Also was mit dem Produkt ganz gut ist, dass ich eben gute Haarwülste bilden. Das ist wichtig, wenn du eben Locken hast, dann sieht die Locke einfach am allerschönsten aus, weil sonst bist du so ein Frizzmonster. Und ja, das hat mit dem eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ich habe momentan auch so eine Phase, ich will gerade nicht mehr ausprobieren. Ich habe einfach gerade genug. Ich will die Haare so lassen, wie sie sind im Moment. Ich habe so einen kleinen Weg gefunden, wie ich sie so gerade wie möglich bekomme. Also sie müssen nicht total gerade sein, weil jetzt kommen wir nämlich schon zum nächsten Problem. Ich habe immer wieder auch gesagt bekommen, dann auch, verwende doch ein Glätteisen. Und das kann man mal machen bei meinen Haaren. Glätteisen ist eine tolle Sache. Ich hatte schon Glätteisen, aber meine Haare reagieren mit Spliss auf Glätteisen, wenn man es zu oft macht. Und das ist nicht so gut. Also davon lasse ich lieber die Finger weg. Und lass mir das aber, wenn ich dann mal beim Friseur bin oder so, bin ich meistens irgendwie die Erste, die sagt, Glätteisenlocken, also so GHD-Locken oder ganz gerade mit dem Glätteisen, da bin ich immer die Erste, weil mir das ganz gut gefällt. Mir hat man dann den Tipp dann auch gegeben, vielleicht auch mal so eine elektrische Bürste zu verwenden, so für gerade Haare, weil das halt nicht so ein straightes Ergebnis ergibt. Vielleicht werde ich mir das mal holen, keine Ahnung, aber im Moment bin ich recht zufrieden mit dem, was ich im Moment habe und versuche mich halt einfach auch am Pony rauswachsen lassen. Ihr werdet es mitbekommen in der Reihe, weil da dokumentiere ich so ein bisschen meine Haargeschichte und meine Experimente, die ich im Moment mache. Ich habe selten so viel Haarexperimente gemacht, wie ich es in letzter Zeit gemacht habe und ich brauche ein bisschen Pause. In diesem Sinne melde ich mich ab, sage danke fürs Einschalten, schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.